Hallo und herzlich willkommen zum letzten Special-Video in diesem Jahr. Und ja, was euch in diesem Video erwartet, zwar etwas, ja, etwas über das letzte Jahr, wie ich es fand, wie es lief für mich, aus meiner Sicht her. Und natürlich auch eine Kleinigkeit zu gewinnen, zu Weihnachten. Ja, letztes Jahr um diese Zeit hatte ich rund 1200 Abonnenten. Ich habe in diesem Jahr fast 5000 Abonnenten dazu bekommen und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das überhaupt jemals schaffe. Über die 1000 hatte ich zu dem Zeitpunkt ja schon, aber überhaupt über die 2000 zu kommen. Jetzt sind es inzwischen schon fast 6200 und ja, es wächst und wächst und ja, freut mich natürlich, dass euch meine Videos gefallen. Nächstes Jahr, was ist nächstes Jahr? Nächstes Jahr ist natürlich weiter alles ganz normal. Ich werde euch nicht verlassen, keine Sorge. Und ja, hat mir sehr gefallen das Jahr. Ich habe sehr viel hochgeladen. Ich kann mal eben in meinem Ordner gucken, weil das, ich habe ja Videos noch von whatever. Änderungsdatum. So, scrollen wir ganz weit nach unten. Ich habe noch Videos vom 5.2.2013, also Videos, die echt 10 Monate alt sind. Das muss ich mal eben muten. Sound muted. Die ich vor 10 Monaten hochgeladen habe. Und seitdem habe ich 500 Videos hochgeladen. 512 Videos. Und ein paar zerquetschte, weil manchmal gab es ja von Twitch aus ein Video oder so. Oder so. Ja, also fing das Ganze eigentlich erst 2013 an zu laufen, zu beginnen. Ich habe einen Twitch-Channel erstellt, den hatte ich da vorher auch noch nicht. Und da läuft es ja, überall läuft es, ja. Und bei WoT auch. Mich freut das Ganze, ich hätte das nie erwartet. Und ich bin gespannt, wo das Ganze am Ende hinführt. Und ja, das so zu mir. Dann natürlich ein Dankeschön an euch natürlich als Zuschauer, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr fleißig meine Videos guckt und liked und kommentiert und das ganze andere Zeug. Dann ein Dankeschön an, ja, die Leute, die auch beim Stream dabei waren, logischerweise die natürlich auch. Und dann auch ein Dankeschön an Wargaming an sich. Ich weiß, das passt jetzt irgendwie nicht, weil ich im letzten Video etwas geraged habe. Aber das war eigentlich nur wegen dieser Option. Ja, es ist nur diese Sache, die mich dann nervt. Aber ansonsten, ja, bin ich schon echt weitergekommen. Man hat jetzt, oder ich hatte teilweise Kontakt zu Wargaming und ja, es kommt natürlich eventuell auch durch meine Größe, dass ich jetzt etwas gewachsen bin. Aber ja, ein Danke auch dafür, für den vorletzten Stream, wo ich da einige Codes bekommen habe. Im letzten Stream gab es auch was, da hatte ich es aber nicht, also eigentlich hatte ich den Stream geplant, nichts, gar nichts, einfach nur einen 12-Stunden-Stream. Aber Alkaramba oder jemand kam, oder Sergeant Baba, auf jeden Fall durch Sergeant Baba, kamen dann noch 5 Codes zustande. Danke dafür. Und ja, das freut mich auch mal, dass man auf mich zugeht, dass ich nicht darauf zugehen muss, sondern dass mal die auf mich zugehen. Und ja, im Großen und Ganzen ein super Jahr. Ich hoffe, das nächste Jahr wird noch besser. Und vorab schon mal euch schöne Weihnachten, schönen 4. Advent, schönes neues Jahr und natürlich erholsame Ferien, Feiertage, je nachdem, wann ihr frei habt. So, jetzt kommen wir mal kurz zu dem, jetzt kommen wir zu dem letztendlichen Special-Video-Inhalt in diesem Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ja, verlost du mal was. Und ihr seht die ganze Zeit meinen Hintergrund, weil ich irgendwie keine Lust hatte, was zu fahren. Und da hätte ich mich nicht ganz so gut konzentrieren können. Und ja, um diesen Panzer geht es. Ich feiere den Panzer extrem. Ich finde, das ist, mir persönlich ist es der, für mich persönlich ist es der beste T5er Premium, den ich bis jetzt gefahren bin. Und ich habe noch nicht ganz so viel gefahren, das muss ich zugeben. Yo, XVM-Bug, FTW.
Oh, ich freue mich. Ich hoffe, das haben sie in der nächsten Version gefixt. Es kotzt so dermaßen an. Aha. Bin knapp 25 Gefechte gefahren, ja. Und es ist ein super Panzer, also macht super viel Spaß. Man muss ihn ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde ihn auf jeden Fall ziemlich gut für das Tier. Man findet ihn etwas zu schwach teilweise. Oder etwas zu lahm, keine Ahnung. Ich finde ihn eigentlich ziemlich gut, ziemlich perfekt. Und ich habe dadurch schon eine Crew für die Chinesen, Japaner, meine ich natürlich. Die dann, ja, morgen kommen. Dies zwar erst 92%, aber vielleicht prügel ich die heute auf 10, auf 100%. Dann habe ich nämlich direkt eine etwas höhere Crew. Und, ja. Das wollte ich euch nur sagen, ja? Das war das Special. Nein, natürlich nicht. Und zwar verlose ich in diesem Video dreimal diesen Panzer. Durch den Geschenkladen. Ich denke, das ist ein Dauerangebot, da ich denke, dass es funktioniert. Das heißt, drei glückliche Gewinner gibt es am Ende. Ja, irgendwie. Wann ich die auslosen werde, weiß ich noch nicht. Ich gebe da jetzt kein festes Datum. Ich denke mal, eine Woche, 2 Wochen, dann werde ich das auslosen. Wie gesagt, es geht um drei Chinokais. Wer diesen Panzer noch nicht hat, wird die volle Goldsumme bekommen. Die, ich weiß es nicht, wie hoch ist. Ich kann mal eben gucken. Gibt's da jetzt. Ist da nicht schon ein Tree? Nee, ich kann da gar nicht. Der Tech Tree ist ja nicht mal drin. Können wir mal kurz gucken. Ja, der wird so um die 1500 Gold, schätze ich, sein. Das heißt, falls ihr den Panzer schon habt und gewinnt, kriegt ihr das Gold. Ist ja auch was Schönes. Und einen Gestellplatz kriegt ihr auch. Den kriegt ihr aber dazu. Ja. Das nur so als Dankeschön an euch für dieses tolle Jahr, für eure Unterstützung. Und deswegen drei Chinokais haue ich jetzt raus. Die kosten gerade 7,90 €. Ich weiß nicht, was stimmt, weil, keine Ahnung, ob die billiger sind. Normalerweise kosten die 8,60 €. Ist ja auch egal. Ist komplett egal. Auf jeden Fall bekommen drei Leute von euch diesen Panzer. Und was sie dafür machen, oder ich verlose diese drei Panzer unter meinen Abonnenten und unter denen, die einen Kommentar geschrieben haben. Ich denke mal, es wird klar, was jetzt zu tun ist. Ich habe letztens mal jemanden geschrieben, der nur Gewinnspiele macht auf seinem Channel. Der wird gesponsert und so. Und der meinte, man darf das sagen. Man darf nur nicht sagen, ihr sollt liken, favorisieren oder so. Weil das pusht das Video wohl in der YouTube-Suche oder so. Aber das andere darf man sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu nichts leider wirklich gefunden. Deswegen sage ich verlose diese drei Panzer unter allen Abonnenten von meinem Channel und unter den Kommentaren unter diesem Video. Ich glaube, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn nicht, dann fragt mich bei Facebook oder so. Aber ich denke, es ist alles klar. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt monatlich so Giveaways mache, oder ich werde das wahrscheinlich monatlich machen, weil wöchentlich, ich lasse ja eine Woche laufen, muss dann jede Woche ein Video machen. Das wird zu. Erstens, für mich muss ich da mal dran denken. Seien's, irgendwie wird es dann ja, zu viel dieser Art von Videos. Deswegen werde ich das monatlich machen. Momentan weiß ich aber noch nicht wirklich, wie viel ich da ausgeben werde, weil ich monetarisiere gerade erst seit ein paar Tagen und YouTube hängt da immer ein bisschen hinterher mit Statistiken. Deswegen werde ich jetzt einen Monat erstmal so machen. Ich denke mal bis 15. Januar und dann werden wir gucken. Dann gucke ich mal, was ich da monatlich raushaue. Ich will es auf jeden Fall machen. Und deswegen an euch nochmal, falls ihr Adblocker benutzt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen bei meinen Videos ausschaltet. Immerhin habt ihr auch was davon. Und ansonsten, war es das eigentlich mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr nicht wisst, was ihr als Kommentar schreiben wollt, dann schreibt doch einfach mal, wie ihr das ja oder wie ihr generell meine Videos findet oder Videowünsche, was WoT angeht. Ich habe da noch die ein, zwei Pläne und das Let's Test werde ich auch bald zu Ende führen. Zurzeit habe ich aber keine Accounts mit den Panzern. Daher sind die gerade noch nicht da. Aber ich habe es im Hinterkopf, auf jeden Fall. Was das 5000 Abonnenten Special Derby Video angeht, ich hatte es vor zu machen.
jetzt, aber ich werde es wahrscheinlich erstmal nicht machen, bis die Content-ID-Sachen zu Ende sind, weil sonst kriege ich dann noch eine Claim und das, nee, das mache ich nicht. Und ja, das soweit als kleines Infovideo. Battlefield 4 kommt heute auch, aber eher sehr spät, erst 23 Uhr. Nach dem Stream, irgendwann werde ich das machen. Auf jeden Fall kommt es spät. Naja, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Unterstützung, für euer, ja, für alles, was ihr dazu, alles, was ihr beitragt, um, meinen Channel weiterzubringen, mich weiterzubringen und um natürlich Spaß zu haben, weil das ist ja wohl die Hauptsache. Damit, Rollout, viel Glück auf dem Schlachtfeld. Tüttel!